und willkommen in China. Wir haben es vermisst, aber es ist toll, wieder hier auf dem Shanghai International Circuit zu sein. Und das Training steht vor der Tür. So, dann fahren wir mal gar nicht, sondern wir fahren. Wir machen es mal. Ich muss auf dem Medium gehen. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. So, warte mal, ich mach mal ganz kurz. Setup laden, China. Und dann fahren wir raus. Alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Boah, das ist warm heute, ey. Und dann, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zu F1 24 mit dem Rennen, mit dem Dings in Brasilien. Ach Quatsch, Brasilien. Und wir kommen aus China. So, Leute. Und ich lasse den Ferrari mal kurz eben ziehen. Boah, es ist arschwarm draußen. Es sind weit über 30 Grad gerade und ich bin hier mal aufnehmen. Ich bin irgendwie noch nicht am Kochen. Ich habe natürlich Gott sei Dank was zu trinken mit eingepackt. Also heute definitiv zwei Sessions, nämlich das Training und die Sprintquali morgen, Sprint und Quali und dann am Sonntag das Rennen, wie gehabt. Und erstmal der Vorteil, dass das schon mal Gott sei Dank alles trocken ist. So, ich nehme mal kurz das. Halt. Ich muss mich gerade so ein bisschen eingrooven hier. Ja, und ich bleibe auch dabei. Ich fahre weiterhin ohne TK, ohne Traktionskontrolle hier. Ja, China ist wieder zurück, seit der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal wieder, wie gesagt, seit 2019 wieder am Rennkalender. Oder, ja doch, 2019 genau. Practice Run, wir fahren wieder bis 20 Minuten. So, ich muss mich ein bisschen reinfuchsen da in der Nummer. Jetzt habe ich natürlich ein Auto vor mir für Oscar Piastri. Hier diese schöne Schneckenkurve. Letzte Woche das Rennen in Japan war gut, war okay. Das war keine Absicht. Ich muss noch ein bisschen zurechtfinden, weil ich auf der Strecke gerade ohne Traktionskontrolle. Dann hat mir ja auch das Video geschrieben, das habe ich dann auch beherzigt. Ich sollte die TK wieder ein bisschen hochstellen. Vorletzte Rennen waren wir ja plötzlich auch voll und sind dann durchgereicht worden, dass ich quasi wieder die KI ein bisschen hochstellen soll wieder und das ein bisschen realistischer zu machen, weil dann werde ich nicht so durchgesnackt, wenn ich mal vorne stehe. Und das habe ich auch gemacht. Ich stehe momentan auf KI 60. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen dabei, wo wir hingehören, nämlich relativ am Ende des Feldes. Und da bin ich dann. Das heißt, wir arbeiten uns ein bisschen rein in das Rennen. So, Vorgabe erreicht. Die 331 km haben wir geschafft. Das, was wir uns vorgegeben haben in dieser Session. So ganz vorne wird es definitiv nicht reichen. 1,8 Sekunden hinter der Spitze. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Das haben wir einen Vorteil, dass wir kein Auto vor uns haben, der uns ein bisschen aufhalten könnte. Hier war nämlich Piastri vor uns, das haben wir jetzt wieder nicht mehr, der ist jetzt ein ordentliches Stück hinter uns. Und das scheint wieder an die Box zurückzugegangen zu sein, der ist irgendwie rausgefahren kurz, wieder rein, weil der weg ist. Ja, mal gucken, was im Sprint drin ist, ein paar Pünktchen, Pünktchen vielleicht, dass wir zumindest auch mal auf der Habenseite was haben, das wäre schon gut. Ich bin mal über 30 Grad in der Dachgeschosswohnung Formel 1 auf. Ich bin so weg am Öl. Ich werde definitiv. So, momentan sind wir vorne weg. Nach der Session nochmal duschen gehen, nach dem Training. Nach dem Rennwochenende. So ganz vorne wird es definitiv wieder nicht reichen, aber wieder einen ordentlichen Schub dran zu kommen jetzt. 0,3 hinter Carlos Sainz, das ist stark momentan hinter dem Ferrari. Ich werde natürlich jetzt wieder ein bisschen mal auf keine Stellen, damit ich mal ein bisschen wieder ERS spare. Also wir müssten im Sprint oder die ersten 8 kommen, einen Punkt mitzunehmen, wenn sie reichen, dann der 10. Platz. Aber ich glaube, wenn ich realistisch denke, wird es eher nichts werden. Ich glaube, dass wir kaum in die Saison Punkte holen. Dafür wird der Williams nicht schlecht sein. Seitdem wir wechseln immer mal das Team. Und das wäre vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen was mitzunehmen. So, 22 Minuten und 40 Sekunden haben wir noch, aber wir werden 20 runterfahren. Sprich doch mal eine Runde fahren. Carlos Sainz 0,3 Sekunden vor uns. Alonso wird definitiv der schnellste sein. Der hat einen ordentlichen Schub jetzt gerade. Das war genau das. Es ist. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ich bin auf den Körb gekommen. Ich bin rechts auf den Körb gekommen, werde jetzt gleich kurz in der Wiederholung sehen. Dass ich beim anderen war. Und dann hat sich das Auto weggezogen. Hier bin ich rausgekommen und dann keine Chance. So, schnell noch als 12 vorbei. Jetzt kommt noch Pierre Gasly. Ich sag ja, einfach nur auf den Kopf gekommen im hinteren Reifen und dann war es das. So, Pierre Gasly, der ja verlängert hat bei Alpine. Im Gegensatz zu deinem Teamkollegen. Das Team ja verlassen werden muss. Und gerüchteweise wird ja Carlos Sainz werden, der momentan vor uns in der Liga ist, der nach der Saison zu Alpine wechselt. Eigentlich war ja alles mit unserem Team klar, es war ja mit Williams klar. Und ehrlich, ich bin ein Zarte, wird definitiv nicht nach der Saison bleiben. Gerüchteweise sogar schon in der Sommerpause der Wechsel, der Austausch. Und jemand anders hat auch verlängert. Jetzt kam heute die Meldung rein, also gestern. Nämlich Lance Stroll. Der Teamkollege von Fernando Alonso. Das war für mich keine Überraschung. Sein Papa ist ja schließlich Teameigner bei Aston Martin. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube,
Rauschmiss wäre eher eine größere Einmeldung gewesen als. So, wir fahren in die Box, wenn ich ehrlich bin. Ich breche hier ab die Nummer. Hier der. Ehemalige Todeskies. Lewis Hamilton. 2009. Weil das Auto weggeschmissen hat. Da war ja relativ weit vorne. Ich weiß gar nicht, zweiter, dritter, vierter? Oder sogar erster? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich weiß das aber. Er ist ja mit dem Reifen so lange draußen gemimmt, bis die Karkasse durch war. Also diese Metallstreifen, der in den Reifen drin ist. Und dann quasi das Auto da ins Kies gesetzt hätte. Jetzt ist da asphaltierte Fläche. Also jetzt würde das nicht nochmal passieren. Weil damals hat das Auto weggeschmissen. Wir sind momentan siebter vor Alexander Albon. Medium hat einige werden auf Soft fahren, aber ich bin trotzdem zufrieden. Wir sind ja unter einer Sekunde in Ferrari, das ist in Ordnung. Apropos Lance Stroll, Platz 4 momentan auf Soft. Wundert mich, dass der auf Soft fahren darf und ich nicht. Ich habe die weichere Mischung. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin gut mit dabei. Weit vom Teamkollegen, 1,2 Rückstand der und der hat 3,1, 1,9, fast 2 Sekunden vor dem Teamkollegen. Damit bin ich zufrieden. Ja. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch lange nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau, so ist es. Und ja. Zehnter sind wir am Ende. Solides Mittelfeld, Piastri, Perez und Norris sind vor uns, die McLaren und ein Red Bull auf den gleichen Reifen. Ist in Ordnung. Wie gesagt, ist das wirklich in Ordnung. Ich bin zufrieden. Platz 10 würde im Rennen zumindest zum ersten Punkt zu gewinnen reichen. So, ein bisschen Erfahrung haben wir gewonnen. Es wird sich auch nichts an der Gesamtwertung ändern. Die hat sich ja vor dem letzten Rennen verändert. Ja, am vorletzten. So, kurze Sprint-Qualifying. Das ist schon die letzte Session, die wir jetzt haben. Wir werden, ich weiß gar nicht, wie lange wir die jetzt fahren. Wie lange Minuten haben wir denn überhaupt? Er sagt kurz, ja, das sehe ich auch, aber ich weiß gar nicht, wie lange. Das sind jetzt das aber auch keine 18 Minuten, oder? So, wichtig ist, dass wir, warte mal, ich kann mal ganz was gucken, so schnell. Albon entwickelt auf Chassis. Wir gehen auf Antrieb. Er geht auf Chassis, Albon, aber ich will auf Antrieb gehen. Der entwickelt bis zum Grand Prix von. Nächste Rennen ist Miami und danach Imola. Und genau dazwischen will er hin. Genau, das haben wir, wenn wir das machen. Ich bin mit einem Ticken über dem Ziel, das ist gut. I'm happy. So, Sprint Qualifying. Auf geht's. Hier ist etwas, was wir schon lange nicht mehr gesagt haben. Herzlich willkommen zum Qualifying in China, nachdem es einige Jahre nicht im Kalender stand. Es ist toll, wieder hier zu sein. Aber wer wird sich die Pole Position sichern? So, wie lange haben wir jetzt? Es geht nur um den Sprint, ne? Es sind 12 Minuten, tatsächlich. Aber er darf ja nur. So, ich werde einen Versuch mit den Mediums wagen. Alles fertig, alle weg vom Auto, ab auf die Strecke. Und dann weiß ich auch einfach, wo ich stehe. Ich spare mir den Softreifen.
12 Minuten Zeit haben wir. Yeah. So, der Teamkollege natürlich direkt auch vor uns. Das sah im ersten Training vorhin anders aus. Da waren wir auf Platz 10 und der auf 20. Aber überbewertet. Wir sind auf Medium gefahren und der auf Hart. Es fehlt natürlich ein zweites Training. Das werden wir natürlich nicht haben. Wir haben kein Training mehr jetzt. Wir haben jetzt heute noch die Sprint-Quali. Das Ding hier, 12 Minuten. Morgen die Quali und morgen den Sprint und die Quali. Also Sprint 5 Runden, Quali normal 18 Minuten und am Sonntag das Rennen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Abstand. Also wenn wir mal Platz 10 nehmen, geht es ja darum, dass wir das ein bisschen halten, aber mehr auch, wir müssen ja einen guten Start hinlegen. Das ist ja immer das Wichtigste. Wir verkacken ja mal den Start. Selbst das eine, wenn wir von der Pole gestartet sind, haben wir es nicht geschafft. Und nächste Woche ist ja noch Miami. Und dann geht es nämlich weiter danach schon in eine leichte Strecke in Imola. Ich glaube, danach kommt schon Monaco und Spanien. Hier Monaco, Kanada, Spanien. Also kriegen das erste Antriebsupdate zwischen dem Grand Prix Miami, also nach dem nächsten Grand Prix. Nächste Woche. Na dann, auf jetzt. Ich spare mir natürlich den Reifen, weil ich dann nicht einen Versuch fahren muss, nur. Dann kann ich nämlich zwei Versuche fahren. Schön hier die Schneckenkurve durch hinter uns ist das Auto und Red Bull. Wir sind jetzt, Mercedes ist vor uns. So, schön mal hier den RS-Boost mitnehmen. Das ist Lewis Hamilton, über den ich ja vorhin noch gesprochen habe. Thema Todeskies bei der Boxenfahrt. Wer heute, wie gesagt, eine schraffierte Fläche, eine asphaltierte Fläche ist. Ich weiß nicht, ob der andere auch gleiche Idee hatten wie ich, jetzt auf Medium zu starten oder beziehungsweise auf Medium zu gehen erstmal. Oh ja, geht zur Seite. Ich habe jetzt damit ausgerechnet, dass ich jetzt quasi mehr oder weniger. Scheiße. So Noda ist es, übrigens kein Red Bull. Scheiße, die Körper natürlich. Voll mitgenommen, ey, ich wirklich. Naja. Oder der Fehler wäre ich weiter vorne gewesen. Ohne den Fehler wäre ich weiter vorne gewesen. Definitiv. Dann wären wir nicht neunter gewesen, dann wären wir wahrscheinlich auf der Tsunoda-Ecke gewesen. Ich hatte es natürlich total toll. Wir haben noch 7 Minuten 20 schon in die Box, Reifen wechseln und drauf. Dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich mit den Soft noch mal eine Runde nachlegen kann, quer bzw. Bremser, Verbremser. Bei Yuki Tsunoda, der momentan sich auf 3 liegt, ist momentan auf Platz 10 zurückgefallen, hinter Alexander Albon. Alexander vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,1 Sekunden. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,39,3. 39,3 Albon. Sag ja, das auf Medium. Ein bisschen querständig gehabt hätte, wäre ich vorne weg gewesen. So, ich lasse die zweimal hinter mir. Auf P11 zurückgefallen. Ja. Ocon und Alonso.
Ja, Lunder, der hat auch ein starkes Moment, einen starken Auftakt hier. Die beiden ehemaligen Teamkollegen aus dem Alpine-Team. Mister, ich halte den Hamilton auf, damit der andere Mister gewinnt. Oh, warte mal. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ich wollte eigentlich, weil... Ich wollte es vorbeilassen. So, wir haben 5 Minuten 40, das heißt, ich werde nochmal... Ja, die sind alle auf Soft gegangen und wir werden jetzt natürlich nochmal auf neue Soft gehen. Und wie gesagt, wäre der Quersteher nicht gewesen, wäre er vorne mit dabei gewesen. So. Gut, wir werden noch mal rein müssen, also beziehungsweise noch mal raus müssen, so rum ist es richtig. Fertig, bereit. Go, go. Auf, aus. Nochmal die frischen Reifen drauf und dann gib ihm auf, geh auf die... Auf der Strecke. Und der Vorteil ist, wir haben freie Strecke. So. Ich nehme mal kurz den Albon hier mit. Ja, Norris war das. Ja, wie gesagt, die werden alle noch mal reinfahren, rausfahren und wir werden versuchen, jetzt einen kleinen Pokertrick zu machen. Wie gesagt, mit dem wir sind auf P19 zurückgefallen. Ja, 19 und 20 fürs Team für Williams. Vor uns die beiden Kick. Viel haben wir, dürfen wir jetzt nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal welche aus der Box raus müssen. Hinter uns ist es dann Verstappen. Der momentan führen, ne? Drei Rennen in Folge hat er ja schon gewonnen. Das für, vier Rennen in Folge hat er ja schon gewonnen. Das hier ist das fünfte der Saison in China. Wichtig ist, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben mit den Punkten. Albon hatte mal 4 Punkte auf dem Konto. Er ist nämlich Achter geworden im letzten Rennen. Und das möchte ich gerne versuchen zu toppen. Vielleicht am Ende so vor ihm zu stehen. Aber es wird nicht einfach werden. Gucken, was passiert. Wir hatten ja schon ein Vertragsangebot. Oder beziehungsweise ein Team war, hat es ja schon ein bisschen kontaktiert und gesagt, ja, die Leute, wir wollen euch verpflichten. Wir wollen dich verpflichten. Und ich so, nö. Alpine war das nämlich, vor dem vorletzten Rennen. Aber die haben wir ja schon gehabt. So schön die Kopf, die Schnellkurve hier vernünftig fahren, schön auf der Ideallinie bleiben. Wir wollen den Sprung nach vorne machen. Wir wollen vorbei an Alexander Albon und am Teamkollege. Albon hat eine 39,3, wir haben 39,7. Wir sind auf P20 zurückgefallen. Ja, das wird sich hoffentlich jetzt gleich ändern. Minute 20 noch.
So, schön nehmen mit Tempo. Gehen wir den links raus. So, es gibt noch mal einen kleinen Sprung nach vorne jetzt. Einen ordentlichen Sprung wird es jetzt wahrscheinlich geben. Oder? Ab 2 Sekunden. Ja, naja. Ja. Den habe ich jetzt größer erwartet, den Sprung. Aber immerhin, vorletzte Reihe. Springen wir diese kleine Pärchenbildung. Aber wenn Albon jetzt nicht nochmal was liefert, dann wird es reichen. So, 17 Sekunden haben wir noch in dieser Session, die ist jetzt eh gleich durch. Und dann sind wir wieder vorne. Nach dem letzten Rennen waren wir ja nicht die Nummer 1 in Japan. Da haben wir ein bisschen was verloren, sonst wären wir wahrscheinlich sogar noch vorbeigelandet. Und nicht Japan, aber hat ja die Punkte gut, sondern das Rennen davor. So, wie gesagt, 19. Albon macht einen Sprung, 16. So viel zum Thema. Wir wurden auf P19 befördert. Ich glaube, Punkte können wir mehr oder weniger kriegen. Schade, ich hätte gedacht, vielleicht mit der Zeit, dass wir noch mal ein bisschen das nach vorne machen. Aber meistens schaffen wir dann irgendwie noch ranzukommen. Und hätte ich den Körper jetzt nicht gehabt. Geschenkt. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne komme. Dann ist es am Ende Platz 19, oder? Na denn, ist es so. Aber alles möglich doch. Ist gut zu machen. Verstappen mal wieder der Schnellste. Ich glaube, ohne dass wir einen der Top-Teams ist, Martin, McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, springen wird das sowieso nichts wirklich mit vorne, mit irgendwo dabei sein. Die Pole war, ja, ein Ausrutscher, muss man so sehen. Aber Tempo hat sich gesteigert, ein Ticken. So Leute, weiter geht's morgen. Dann mit der Doppelsession Sprint-Quali. Also nicht Sprint-Quali, sondern Sprint-Quali. Sprintplatz, Startplatz von Platz 19. Ursprünglich war es ja mal so, dass das Ergebnis vom Sprint das Ergebnis fürs Rennen ist, oder die Qualifikation fürs Rennen ist. Jetzt haben sie tatsächlich es auseinandergefriemelt, haben gesagt, Sprint als Einzeln, gibt dort die Einzelpunkte und Qualifying müssen wir dann mal neu fahren. Das werden wir dann, wie gesagt, morgen ansehen, ab 14 Uhr mit dieser Doppelsession. Ne? Ich bin raus, tschüss.